Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Evelia, ich grüße dich. Es geht um deine Gesundheit. Als erstens, das ist nicht mein Gebiet. Ich möchte weder Diagnosen stellen noch heilen, sondern diese Legung soll eine Art Unterstützung sein. Dein Thema ist Müdigkeit. Du fühlst dich schlapp und hast du diese Dauermüdigkeit. Woran liegt es? Was kannst du verbessern? Ich habe jetzt einen Blick auf dein Geburtshoroskop nach indischen Berechnung und das ist eine sehr präzise Berechnung. Du bist im Tierkreiszeichen Löwe geboren. Löwe ist sehr majestätisch und kraftvoll und möchte gerne im Mittelpunkt sein, braucht immer die Bewunderung oder Anerkennung. Du hast hier aber einen karmischen Themen, weil deinen aufsteigenden Mondknoten ist auch im Löwe. Und dieser aufsteigende Mondknoten oder Rahu zeigt einen Weg, einen Lebensweg, einen Schicksalsweg, was du noch nicht kennst. Deine Seele hat aber dieser Weg ausgewählt, weil du das brauchst. Und das ist die Löwe-Eigenschaft. Und deine Sonne ist auch im Löwe. Das entspricht dein Selbst. Du bist auf dem Weg dein Selbstfindung. Wenn du das verspürst und hast du diese Stärke, dieses Selbstbewusstsein, diese Ausstrahlung, hast du die karmischen Themen gelöst. Dein Saturn hat auch mit Karma, auch mit karmischen Themen was zu tun, weil Saturn hütet den Karma und lenkt unserem Schicksal. In deinem Geburtshoroskop ist rückläufig. Und das hat mit deiner Vergangenheit was zu tun. Nicht nur die Kindheit gehört dazu, sondern all das, was du in früheren Leben schon erlebt hast. Und das prägt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Weil dein absteigender Mondknoten, und das ist auch ein karmischer Knoten, zeigt deine Vergangenheit und das ist im Zeichen Wassermann. Da kennst du dich aus. Und Wassermann zeigt, du bist einzigartig, außergewöhnlich. Was du stärken sollst, das ist deine Sonne, das kann auch Vaterthemen auch sein, weil Sonne symbolisiert Vater und bedeutet auch dein Selbstwertgefühl. Dein Selbstbewusstsein, das ist der neue Weg, was dich heilt und befreit. Aber zurück zu diesem Saturn. Dein Saturn befindet sich im Steinbock in dein Geburtshoroskop und nach indischen Berechnung exakt auf diesem Punkt, wo dein Saturn ist, im Steinbock, genau dort bewegt sich zurzeit Pluto und löst etwas aus in dein Horoskop. Pluto zeigt, wie wichtig das ist, darauf konzentrieren, zeigt auch deine inneren Kraft, auch sexuellen Themen, weil Sexualität gehört auch zum Pluto-Thematik. Kann sein, du hattest ein strenges Elternhaus und das war Tabuthema und du kannst dich nicht frei
in diesem Gebiet dich bewegen oder dich tragen lassen, mal fallen lassen in die Liebepartnerschaft. Das ist eine Vermutung, also ich möchte das nicht behaupten, aber könnte sein, weil Pluto beschreibt das auch. Außerdem, Pluto vermittelt uns noch etwas Wichtiges. Alles abschließen, was bedrückt, was traurig macht, befreit zu sein von solchen Gedanken oder Gefühlen oder Kontakten und zulassen, dass etwas Neues entstehen kann. Und jetzt zu dieser Legung. Deine Gegenwart zeigen die Mäuse und die symbolisieren die Ängste. Oder kann auch bedeuten, du grübelst zu viel im Gedanken. Weil hier auch die Sarg erscheint und die Mäuse als kleine Tiere, kann auch ein Virus bedeuten. Es ist auch möglich, dass du viel zu viel Gedanken machst für diesen Coronavirus. Könnte sein. Also wenn ich diese beiden Karten jetzt betrachte. Aber zurück zu diesem Bild. Also das sind Ängste. Ängste oder viel zu viel Gedanken über etwas unnötig. Und wenn du eine Verbindung hast mit deinen Ängsten oder mit diesem Gedanken, weil du treu bist zu diesem Gefühl oder treu bist zu diesem Gedanken, dann passiert Folgendes. Das raubt dir die Kraft und bist du müde. Denke lieber an deine Seele und befreie dich von solchen Ängsten. Das regelt sich alles von alleine. Und was auch hilft, immer hier und jetzt sein. Nicht zu viel Gedanken machen über die Vergangenheit und auch nicht zu viel Gedanken machen über die Zukunft. Es genügt, wenn du deinen Tag lebst und das gestaltest. Dann bist du immer hier und jetzt. Wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Und das ist immer die Gegenwart. Und wenn du das kreativ, schöpferisch gestalten kannst, dann wird das eine Woche, dann wird ein Monat, dann wird ein Jahr. Und Ende deines Lebens stellst du das fest, wie schön dein Leben gewesen war. Also achte drauf, das sind seelische Themen, das kann auch alte Karma sein, so wie ich in dein Horoskop auch betrachten kann. Dieser Bär kann eine Person auch sein und diese Person, das kann männlich sein, kann auch weiblich sein, diese Person hat auf jeden Fall was zum Sagen. Und wenn in deiner Umgebung jemand da ist, wo versucht über dich zu herrschen oder etwas befehlen und du hast Angst vor dieser Person oder hast du Angst, Nein zu sagen, das raubt auch Kraft und macht dich müde und erschöpft. Du nimmst diese Schlüssel in Hand und das ist dein Selbstsicherheit. Außerdem mit diesem Schlüssel kannst du etwas öffnen, wie zum Beispiel diese Bücher, deine Offenheit zeigen oder mit diesem Schlüssel kannst du auch etwas schließen, so wie diese Bücher sind auch geschlossen. Und das sind die Geheimnisse, deine Geheimnisse bewahren. Untersuche das oder überlege das, wem kannst du vertrauen und diese Offenheit zeigen. Oder wem kannst du nicht vertrauen, dann sei eher zurückhaltend, verschlossen, geheimnisvoll. So kriegst du das alles hin und kommt alles im Fluss, eine fließende Bewegung. Die Lilien zeigen die Reinheit oder die Reinigungsprozesse. In diesem Prozess bist du drin. Und die Lilien zeigen auch oder symbolisieren die Sexualität. Das kann auch ein Thema sein. Dieser Sarg bedeutet kein Todesfall,
Höchstens, wenn du das verbindest mit diesem Coronavirus, dass da auch Todesfälle gibt. Sondern dieser Sarg symbolisiert etwas, nämlich etwas zu beenden. Und dann kommt auch etwas Neues. Was sollst du beenden? All das, was dich traurig macht, was dich verletzt, das kann Gedanken sein, wie zum Beispiel, ich bin das gar nicht wert, ich habe das gar nicht verdient. Oder kann das auch Gefühle sein, wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Kann auch Begegnungen, Kontakten sein, falsche Bekanntschaften. Kann auch die Familie sein, auch mal Nein zu sagen. Kann auch Gegenstände sein, ein Möbelstück oder ein Kleid, was du entfernen sollst, weil hat keine gute Energie. Oder ein Ort, das muss nicht Umzug sein, sondern zum Beispiel bei Einkaufen, betrachte das, bekommst du Aufmerksamkeit oder Freundlichkeit oder sind die Verkäuferinnen unmöglich und unfreundlich, dann braucht man dort nicht mehr einkaufen, sondern wechselt es, geh dorthin, wo du dich wohlfühlst. Und so kannst du das bereinigen. Ich befrage jetzt mein Pendel, gelingt dir das, in deine Kraft zu kommen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, du kommst zu deiner Kraft. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, ah, das wird noch dauern, es ist schwierig. Oder sollst du vielleicht zum Arzt das alles untersuchen. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann sollst du stehen bleiben, abwarten und die Ruhe bewahren. In Ruhe liegt die Kraft. Die Pendel bewegt sich Richtung rechts und das bedeutet, du kommst zu deiner Kraft. Liebe Evelia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.